Also ich finde die Geschichte rund um Abby schon interessant. So ist das ja nicht, ne? Ich will keine positive Beziehung zu ihr aufbauen. Nein. Jetzt muss ich runter zur Straße. Ach. Ja, lol. Das war aber irgendwie klar, ne? Stimme! Hat sie ihr gerade das Ohr abgebissen? No, 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 no. Autsch. Vier Monate zuvor. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Hübsch. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Seh dich um. Sieh dir alles an. Ist Alice auch hier? Ja, draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Bescheuert. Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Mhm. Ist das Weihnachtsmusik? Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Abigail? Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glückspilz. Schönes Gefühl. Was süß. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, fuck, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Shit. Sei ganz locker.
Oh, ich muss höher schießen. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Geschafft, Elf. Ich sehe keine Scheiben mehr. Doch da. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. 30 Sekunden. Ich bin gerade ziemlich stolz. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Nur noch 10 Sekunden. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich habe noch Zeit übrig, stimmt's? 5, 4, 3, 2, 1. Reicht. Ich weiß halt nicht, wo die anderen Scheiben sind. Ha, beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay, ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeige. Schreib meinen Namen an. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Naja. Ich weiß ja nicht, ob das so cool wäre, aber okay. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Wow. Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also. Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es nicht? Es sind alle an Bord.
Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Wie andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Oh mein Gott! Ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihm. Lev.
seid auf der Hut. Lol. Das war wohl nix. Nope. Das war nichts. Oh, das gibt's doch nicht. Oberarme so dick wie mein Kopf und schlägst zu, als hättest du keine Lust. Hallo, wir sind gerade fast gestorben. Wir haben vielleicht noch ein bisschen wenig Sauerstoff im Blut. Ach, komm schon. Mann, ich krieg den Dreh nicht raus. Keine Chance.